Moin Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Und zwar ist die Milo Chest da und ich habe mich gefreut wie so ein Schneekönig, dass sie endlich da ist. Die letzten Boxen waren ja eigentlich echt geil und ich muss auch wieder sagen, die Lieferung, top. Gestern losgeschickt, heute ist es 10 Uhr morgens, sie ist schon da. Geil. Und damit ich euch nicht so lange auf die Folter spanne und mich auch nicht, fange ich einfach mal schon mal an und mache das Ding mal auf. Das war's sogar schon. So. Dann gucken wir mal, wo stellen wir es denn mal hin? Hier so ein bisschen an die Seite. Und wow, hier sind schon wieder so super große Sachen drin. Ich wollte jetzt eigentlich mal mit kleinen Sachen anfangen hier, aber da weiß man gar nicht, was man zuerst nehmen soll. Okay, ich nehme einfach mal. Ich fange einfach mal an. Wir haben hier Guardians of the Galaxy. Wir haben. Ich bin Groot. Schön als Stofftier. Wie geil ist das denn bitte? Na, klappt das? Groot, bleibst du bei mir? Oder fällst du da runter? Ich weiß nicht, ich glaube, der fällt gleich runter. Den finde ich ja schon mal super cool. So, der kommt auf jeden Fall als Deko hier irgendwo hin. Zeige ihn nochmal. Ich bin Groot. Geil! Das fängt ja schon wieder richtig cool an. So. Skyrim Limited Edition Münze. Die packe ich dann natürlich nicht aus, weil Limited Edition. Dann gucken wir mal eben, kann man das gut erkennen. Müsste man, oder? Müsste ich da nochmal, wo ist es? Mein Papierchen zur Hand nehmen. Ja, falsch rum. Ja, das ist die hintere Seite. Und so sieht das Ding von vorne aus. Ich finde es eigentlich echt nice. Ist ein cooles Gimmick. Ich bin jetzt, ich weiß, jetzt werden mich Leute hauen wahrscheinlich. Ich habe noch nie Skyrim gespielt. Ich weiß, dass das sehr beliebt ist. Und, oh, guck mal. Das sehe ich jetzt erst hier. Das ist eine Loot Chest exklusive Münze. Super geil. Die lasse ich eingepackt. Das ist natürlich für Fans, glaube ich, was richtig geil ist. Wir haben heute mal natürlich noch das kleine Ding zum Naschen umsonst. Ein Twill von Cadbury, genau. Das ist eine englische Marke, glaube ich. Also englische Schokolade. Und ihr wisst, das T-Shirt mache ich irgendwie immer zuletzt. Das hat sich so eingebürgert bei mir. Deswegen gucke ich mal, was hier noch so drin ist. So, dann haben wir hier Make a Bee Happy. Ah, okay. Für den Weltbienentag. Bee Happy. Also hier ist so eine Saatmischung. Hier hinten steht noch ein bisschen was drauf. Wer möchte, macht jetzt mal eben Pause, kann sich das durchlesen. Das ist was für meine Frau oder halt auch für mich. Habe ich letztes Jahr schon ausgesät bei uns im Garten. Wir haben ja sogar ein eigenes Bienenvolk bei uns in der, im Insektenhotel. Eine auch schon, glaube ich, nicht mehr so oft verbreitete Art. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr wollt. Das ist eine gehörnte Mauerbiene. So, dann haben wir ein Bracelet. Wofür auch immer ein Bracelet gut ist. Armband. Von Deadpool. Hilft mir mal auf die Sprünge. Ist das ein Armband? Groß ist es nicht. Hau ich mir das um die Stirn? Ich mach's mal auf. Deadpool. Deadpool ist natürlich auch immer. Hackgummi oder was?
würde sagen so, oder? Ist dann jetzt zwar falsch rum, aber kann ich besser zeigen. Oder? Ich würde es für ein Armband halten. Auch nice. Ein kleines Armband von Deadpool. Auch cool. Von Deadpool habe ich ja auch noch nichts hier. Und es sind eigentlich, also gerade den ersten Teil finde ich super klasse. Also jetzt in Realverfilmung. Dann haben wir mal wieder, oh, ein Batman-Gimmick. Das lässt mein Herz höher schlagen. Rory Story Cubes. In den... Achso, das ist nicht deutsch. Ich wollte gerade sagen, was das ist für Deutsch hier? Nee, das ist irgendwie italienisch oder was weiß ich. In the shadows of Gotham City, make your very own Batman story. Also das ist irgendwie ein Würfelspiel von Batman. Richtig nice. Ich weiß noch nicht, ob ich das auspacken werde. Natürlich packen wir das aus. Aber wir wissen, was das genau ist, oder? Kriege ich das da raus, ohne die Verpackung kaputt zu machen? Das ist jetzt natürlich... Ja, das schaffe ich. Damit wir vielleicht mal rausfinden, was genau das ist. Weil man sieht jetzt ja natürlich nur die Würfel. Ah, guck mal, hier ist sogar noch mehr drin. Ne? Gucken wir mal. Okay. Joker, Scarecrow. Hier sind die ganzen Figuren beschrieben. Das Batmobil. Säuretank. Das ist natürlich jetzt alles auf Englisch. Aber hier hinten steht es drauf, wie man das auf jeden Fall spielt. Das finde ich schon mal gut, weil ich würde es jetzt sonst überhaupt nicht verstehen, was ich damit machen soll. Überhaupt nicht. Und eine Aufbewahrungsbox für im Endeffekt die Würfel. Ja, cool. Ob ich das dann nachher wieder alles reinkriege? Ich glaube da nicht so dran. Das überlasse ich meine Frau. Die kann sowas besser. Wäre eine gute Tetris-Spielerin gewesen. So, jetzt haben wir das T-Shirt. Wo ich überhaupt noch nicht sagen kann, was das sein soll. Ich glaube, da bin ich völlig aufgeschmissen. Übrigens wurde mir in den Kommentaren bestätigt in der letzten Folge, dass das T-Shirt wirklich, wie ich gedacht habe, von Doctor Who ist. You wear below up. Game over. Make a wish. Yes. No. Was ist das? Ist das nicht dieser Dragon Ball Heini? Ja, ne? Ist da richtig? Dragon Ball? Also vom Ding sieht das richtig geil aus, das T-Shirt. Vor allen Dingen so das in diesem 16-Bit-Look. 8-Bit oder wie auch immer, weiß ich jetzt nicht genau. Das finde ich schon wieder nice. Also wieder eine richtig geile Box. Ich fand das geil wegen dem Weltbienentag. Das fand ich schon mal cool. Sehr gut mitgedacht für die Umwelt. Und dann gucken wir mal rein in das Lootbook. Auch da sind ja immer, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, immer so kleine Poster drin. Ne? Wo das jetzt zugehört, bin ich auch wieder raus. Leider. Wir fangen mal an. Ja, Son Goku hat den Kampf scheinbar verloren. Der Kamehameha, wie auch immer. Schlacht mich bitte jetzt nicht. 15 Euro das T-Shirt. Ne? Dann haben wir die Skyrim-Münze, auch 15 Euro. Sind wir jetzt schon bei 30, haben wir die Lootbox Plus. Ich habe ja die Plus, ein Item mehr, aber raus. Sehr geil. So.
30 Euro waren wir, ne? 8 Euro das Batman-Spiel. Sind wir bei 38. 5 Euro dazu für das Deadpool-Armband. Sind wir bei 43. Blumensamen sind gratis. So, was habe ich gesagt? 43. Das Twill ist natürlich auch gratis. Und die Plüschfigur ist das, was man in der Plusbox gekriegt hat. Das kriegen also normale Abonnenten dann nicht. Sind immer 15 Euro obendrauf. Da sind wir bei 58 Euro Wert dieser paar kleinen, geilen Nerd-Sachen. Und was soll ich sagen? Das T-Shirt ist cool. Ich bin jetzt kein Dragon Ball Fan, das wisst ihr. Muss mal gucken, ob Gilo das vielleicht wieder haben will. Der freut sich. Den finde ich richtig cool. Ey, Ben Groot. Ja. Super nice. Den stelle ich mir auf jeden Fall hier irgendwo hin. Aufpassen, dass er hier oben nicht zustaubt. Damit verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns, ja, entweder in einem meiner Let's Plays wieder oder sonst nächsten Monat bei Loot Chest Juni. Bis denne!